Hey Leute, was geht? Schon's denn? Herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening in FIFA 19. Und heute könnt ihr euch wieder auf richtig, richtig geile Packs gefasst machen. Ich muss euch trotzdem ein bisschen vorwarnen, denn die Aufnahmen der Packs sind etwas älter. Ich habe das Pack-Opening nämlich fast zu Release von FIFA 19 aufgenommen. Ihr wisst es, ich habe zum Release direkt ein paar Towies ins Game reingesteckt. Und das waren natürlich so viele Packs und so viele Videos insgesamt, dass ich die nicht direkt alle zum Release hochladen wollte, weil ich sonst 7 Tage nacheinander nur Pack-Openings gehabt hätte. Ich wollte von Anfang an Abwechslung auf meinem Channel. Ich wollte ein paar Pack-Openings bringen. Weekend-League-Gameplay, Steeler Nussi, wenn ich triff, wird discarded, FIFA-Bingos und alles. Und dadurch habe ich jetzt noch 1-2 Pack-Openings übrig, die ich aber nicht einfach löschen will. Von daher lade ich die jetzt einfach noch hoch. Da waren zwar noch keine Scream-Karten, sondern noch Monster-Watch-Karten in den Packs, aber ich habe da teilweise so kranke Sachen gezogen, dass ich die trotzdem unbedingt auf YouTube hochladen möchte. Ich hoffe, das ist insgesamt kein Problem für euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitere Pack-Openings sehen wollt. Demnächst kommen dann auch auf jeden Fall natürlich Sachen zum aktuellen Scream und. Und viel Spaß! Erster Walkout für heute und hoffentlich direkt ein richtig geiler. Spanien, da geht was, Innenverteidiger, da geht was. Oh, Barcelona, da geht nicht ganz so viel. Piqué, 55 Tempo. Das ist auch alles, was man zu Piqué sagen muss. Mit diesem Tempo-Stat ist er natürlich ein Spieler, den man eigentlich nicht spielen kann. Ramos wäre anders gewesen. Der kostet nämlich 200k. Piqué wiederum kostet nicht mal 20k. Oh, Walkout Nummer 2. Ja. Und wir versuchen Piqué zu toppen. Das tun wir hoffentlich. Ja, und diesmal ist es Real Madrid. Luka Modric, 91er. Nice, Mann. Nice, nice, nice. Da kommt der angeopert. Was soll man dazu sagen, Mann? Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall nice, Mann. Luka Modric ist im Pack. Und das ist doch ein richtig nicer Pull. Diesmal war es nicht der Barcelona-Spieler. Einfach wie eben 50-50, Barcelona oder Real. Bei beiden Fällen ist der Real-Spieler mehr wert. Eben haben wir den Barca-Spieler gezogen. Diesmal haben wir statt Rakitic Luka Modric bekommen, der über 100.000 Münzen kostet. Ist natürlich auch ein exzellenter Spieler, den ich spielen würde, wenn mein Ziel nicht wäre, ein fast volles Icon-Team zu haben. Deswegen wird Luka Modric verkauft und die Münzen helfen am Ende dabei, ein paar Icons zu kaufen oder bringt zumindest so 10% einer guten Ikone zusammen. Sehr übergeile Packs, die wir am Start haben. Und es scheint so weiterzugehen. Walkout! Und ich glaube wieder ein geiler. Oh. Oh, doch, doch, doch! Mané, let's go! 86er auch schon gezogen. Da weiß man auch Bescheid, dass der so um die 90.000 Münzen wert ist. Was richtig genial ist für einen 86er. Sonst hat man da Matic, Müller, Özil. Die kosten alle 15.000 Münzen. Und dann im Vergleich dazu hier ein 86er, der einfach mal knapp 100.000 Coins wert ist. Klar, verdient bei diesen Stats kann man gar nichts gegen sagen. Bei der Flagge gibt es auch nur ihn. Aber ich habe trotzdem nicht an ihn gedacht irgendwie. Ich habe jetzt, weiß nicht, mit irgendwas Kuriosem gerechnet, aber es musste Mané sein bei der Flagge. Es ist Mané und es ist wieder ein gutes Pack. Was ein Pack-Opening bisher. Walkout. Come on. Und die Walkouts bisher waren alle top. Spanien. Linksverteidiger zum allerersten Mal dieses Jahr ziehe ich Jordi Alba. Deswegen habe ich auch gar keinen Plan, wie viel der wert ist. Also der hat geile Stats, er ist wahrscheinlich mit der geilste Linksverteidiger, aber für Außenverteidiger geben die Leute einfach am wenigsten Münzen aus, das ist so. Von daher, kein Plan, was der wert ist. Alexandre war 60 wert, ich tippe bei Jordi Alba ähnliches. Ja, und das kommt hin, das kommt mega gut hin. 60.000 sind hier geboten, ich denke mal 63, 64 werden da noch hingeblättert für diesen Jordi Alba. Guter Tipp, guter Preis, guter Pull. Ah, come on, come on, come on. Was kommt jetzt? Spanien? Nein! Wieder Piqué! Warum wieder Piqué? Warum nicht Ramos? Das wäre doch nice. Aber zum zweiten Mal, Leute, Piqué.
Der ist definitiv der wertloseste von allen Walkouts, die wir hier heute gezogen haben. Und ausgerechnet ihn ziehen wir doppelt. Warum nicht Mané oder so doppelt? Das wäre doch was. Oh mein Gott! Wants to watch Keita! Und der kostet 50.000 Münzen! Ein 83er Wants to watch, der einfach richtig, richtig Coins bringt. Wie nice ist das denn? Keita nehmen wir mit. Zwar geskippt die Animation, weil ich sonst 4 Stunden länger brauche, um diese Packs aufzumachen. Bisschen schade. OTW-Animation sieht immer geil aus, aber trotzdem nice. Points, 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 Points! Und dieses Pack bringt uns einen Inform-Walkout. Einen Check. 84er Check. Und den haben wir wirklich schon 6 oder 7 Mal gezogen. Ich will den nicht. Ich werf den wieder weg. Das ist mir egal. Da mache ich 2000 Münzen Verlust, aber ich will den nicht mehr in meinen Packs drin haben. Nein. Walkout könnte mal wieder kommen eigentlich. So ein fresher Walkout. Fabinho. Bevor der 60.000 Münzen wert ist. Niemals. Der kostet so viel wie 5 Verrattis oder wie 4 Piquets. Einfach ein 85er, der nicht mal ein Walkout ist. Fabinho, was geht denn bei dir ab? Klar, der sieht aus wie ein Tier von den Stats her. Als ZDM Top, 84 der 84 Physical, wahrscheinlich noch relativ groß. Ich habe noch nie gesehen, dass einer mit denen gespielt hat. Ich hätte nie gedacht, dass der so viele Münzen wert ist. Aber, was ist das für ein nicer Spieler? Ist das der wertvollste, den wir heute gezogen haben? Nee, das natürlich nicht. Ich vergesse schon wieder die ganzen Spieler, die wir vorhin in unseren Packs drin hatten. Ich denke gerade nur an die letzten Sets. Die waren ein bisschen mau, die letzten Packs. Die habe ich mich auch schon fast beschwert. Aber ich muss mich nicht beschweren. Fabinho gehört zu den Nicen, die wir gezogen haben. Oh. Einen Walkout kriegen wir hier noch. Ich glaube, das ist der letzte Walkout, den wir heute ziehen. Weil wir nur noch ein paar Münzen oder ein paar Points übrig haben. Und es ist Matic. Ja, auch keiner von den freshen Walkouts. Muss man sich ganz ehrlich eingestehen, das ist nicht unbedingt das beste Pack. Ich werde am Ende, falls wir jetzt gleich kein Walkout mehr kriegen, nur das noch ein Champions League Pack öffnen. Vielleicht ziehen wir dort nochmal was Geiles. Und selbst wenn nicht, also Champions League Pack werdet ihr auf jeden Fall mindestens gleich noch sehen. Hier haben wir unser Champions League 2 Spieler Pack. 2 Spieler sind am Start. Einer davon nur selten? Ei, das kann ja was werden, okay. Also ich gehe nicht mit großen Hoffnungen an, dieses Pack. Aber Mama weiß da nie, warte, Walkout? Na gut, das kann jeder sein, ne? Deutschland. Linker, wait. Oh! Nein, 87er Sané. Einfach mal gezogen in seinem Pack, das man quasi for free bekommen hat. Nein. Nein! Seine normale Karte kostet ja schon über 150.000 oder so. Und wir ziehen dann quasi noch eine geupgradete Version von ihm, eine Champions League Version, untradable. Kann ich nicht verkaufen, aber kann ich eh behalten. Für meine Ersatzbank ist das top. Wenn meine Spieler nicht mehr fit sind, baller ich den rein. Ich dachte, ich ziehe jetzt 2 77er oder so. Oh, ein 79er ist auch da. Ja, beschwere ich mich trotzdem nicht. Geht auf die Ersatzbank, genau wie Sané, der geht auf meine Ersatzbank. Nice, Mann! Als Joker, perfekter Spieler, 96 Tempo, 82 Schuss, 87 Dribbling, 4 Sterne Skills. Krasser linker Fuß, ich glaube sogar Finesse-Schuss-Trade, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, dieses Champions League-Pack, das hat gegönnt! Mehr als alle anderen Packs zusammen. Oh, wow, oh, oh. Was war das für ein Abschluss für dieses Pack-Opening? So ein 87er Sané mit allen Stats um einen geboostet. Nimmt mal mit, die gibt es ja auch tradable, die Champions League-Karten. Habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel da der Sané wert ist, aber ich tippe mal auf 200.000 Münzen oder so. Ich hoffe, ich liege da nicht allzu weit daneben, falls doch. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie viel der Tradable wert wäre. Ich würde ihn so oder so, denke ich, behalten. Wobei, Tradable ist nochmal eine andere Sache. I don't know. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin raus, Leute. Macht's gut und ciao.